Ist das verrückt? Ist das verrückt hier in der Impuls Arena? Augsburg steht im Moment in der Fußball-Bundesliga. Weil Fürth nicht rankommt am letzten Spieltag. Sie können gleichziehen nach Punkten, aber das Torverhältnis spricht auch da klar für den FCA. Wir gucken auf die Blitztabelle, während der Freistoß reinsegelt. Da haben wir es nochmal, 63. Und Fürth und Bochum können am letzten Spieltag eben nur punktemäßig gleichziehen, sind aber vom Torverhältnis sehr weit weg. Irre, absolut irre. Freue ich mich auf die letzten Minuten hier in dieser Zweitligakonferenz. Was passiert an der Bremer Brücke in Niedersachsen? Was erwartet uns hier? Hier hält es keinen mehr. Wenn hier keiner mehr schwitzt, dann ist das hier kein Augsburger Fan. Das ist nur reines Zitterspiel, was wir erleben. Eckball, Lange fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben. Willkommen in der Fußball-Bundesliga und ich halte jetzt meine Klappe und hören Sie rein, was hier los ist. Diese Bilder brauchen nicht kommentiert werden. Langers Fehler und dann ist der Ball drin. Stefan Hein drückt ihn über die Linie, drückt ihn in die Fußball-Bundesliga. Haben Sie den Rettich gesehen? Den Andreas Rettich, den Manager? Der war vollkommen fertig. Diese Erlösung, diese Befreiung hier in Augsburg. Saisontreffer Nummer 9. Und das sind Bilder an diesem Muttertag. Eine Region rastet aus. Atemberaubende Bilder. Und hier rechts Andreas Rettich, der die Ruhe bewahrt hat in all den Jahren. 2006 aufgestiegen überhaupt in die zweite Fußball-Bundesliga. Es gab eine kleine Krise in dieser Saison. Gleich zu Beginn. Und hören Sie rein, was die Zuschauer, was die Fans hier singen. Wahnsinn. Nie mehr zweite Liga. Augsburg 5 Punkte vor dem Relegationsplatz. Auf Rang 2 und da kann sie keiner mehr runterholen. Wir haben es ja gesehen, hier ist grenzenloser Jubel. Aber jetzt die Ergebnisse da, die da reinkommen aus Osnabrück. Wie wichtig ist denn bitteschön dieses Tor von Stefan Hein in der 85. Minute? Der FC Augsburg steigt aufgrund des klar besseren Torverhältnisses gegenüber dem VfL Bochum einfach auf. Die können nicht mehr eingeholt werden. Und deswegen feiert Michael Türk hier mit den Fans. Zum allerersten Mal Augsburg in Liga 1. Geschichte geschrieben und in der kommenden Saison geht es dann gegen die Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke, gegen Hamburg und was sie wollen. Wir bereiten alles auf. Alle Jubelstimmen natürlich aus Augsburg. Thomas Wagner wird sie gleich begrüßen. Ja, okay.